Hallihallo, in diesem Video erkläre ich dir, wie du bei deinem Huawei-Telefon die SIM-Karte wechseln kannst. Die ist so ein bisschen versteckt, also man muss einmal wissen, wie es funktioniert, dann ist das gar kein Problem. Das zeige ich euch in dem Video, ist ganz einfach. Wenn es geklappt hat bei dir, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Wenn du Fragen hast dazu oder auch zu anderen Themen, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar hier drunter unter das Video. Ich lese die alle und beantworte die gerne. Tschüss und viel Spaß beim Video. Um bei deinem Huawei-Gerät die SIM-Karte einzulegen, zu wechseln oder zu entfernen, musst du Folgendes tun. Als erstes musst du am Rand nach der Stelle suchen, wo die SIM-Karte eingelegt ist. Das ist hier ganz oben. Das erkennst du an diesem kleinen Loch und an diesem Schlitten oder diesem Kästchen, das sich hier abmalt. So, im Lieferumfang vom Handy war normalerweise so ein kleiner Eject-Pin dabei. Ja. Der ist halt so ausgelegt, dass der genau in dieses Loch passt. Du kannst aber auch, wenn du ihn nicht mehr findest, eine Büroklammer benutzen. Einfach hochbiegen, zeige ich gleich. Oder sogar so ein Reißpin, so ein Heftzwecken. Damit geht das auch. So, ich zeige es als erstes mal mit dem Eject-Pin. Den Eject-Pin nehmen, an die Stelle gehen, in das Loch und jetzt einmal feste drücken. Und dann kommt dieser SIM-Karten, ja, Schlitten oder wie will man ihn nennen, kommt raus. Ja, hier ist sogar ein SIM-Kartenschlitten, SIM-Kartenplatz und hier gehört die SD-Karte rein. So, jetzt stelle ich das Ganze mal wieder rein. Das habe ich nur jetzt drin gelassen, ne? Man kann es auch direkt rausnehmen. Das stürzt nicht so. Jetzt zeige ich euch das gleiche nochmal mit dem Reißzwecken und mit der Heftklammer. Also erst ist die Heftklammer. Einfach aufbiegen. Das seht ihr so ein bisschen. So, jetzt hier ins Loch rein. Einmal drücken. Zack. Zack, ist der Schlitten draußen, kein Problem. Und jetzt zeige ich euch noch hier den Reißzwecken. Da ist genau das gleiche. Geht sogar noch besser damit, weil man so eine schöne große Fläche hat zum Drücken. Einfach drücken. Ah, die passt nicht. Okay, passt nicht rein. Gut, dann geht es damit nicht. Also jetzt haben wir den Schlitten draußen. Wie ihr seht, gibt es hier bei der SIM-Karte, das ist eine Micro-SD-Karte, da gibt es oben so eine Ecke, die so abgeschnitten ist. Seht ihr das? Genau, das gibt es hier beim Schlitten genauso. Diese obere Ecke ist halt so schräg. Ne? Das heißt, hier passt genau die SIM-Karte rein. So, wenn ihr jetzt euer Gerät wieder nehmt und den Schlitten genauso, wie ihr vorher rausgenommen habt, quasi da rein tut, der passt auch nur in eine Richtung rein, deswegen müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Schlitten rein, reindrücken. So, SIM-Karte ist im Handy.